Hallo ihr Lieben und damit ein recht herzliches Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part hier in Rust mit mir, dem Rappelzappel. Ja, wir sind immer noch an der Front, würde ich mal sagen. Ja, in der letzten Folge ist nicht viel passiert danach. Konnte ganz in Ruhe meine Munition herstellen. Und wir wollen den jungfräulichen Tag, ist nämlich gerade Tag geworden, vor ein paar Minuten, wollen wir mal dazu nutzen, um uns ein bisschen was zu besorgen. Da vorne war nur ein Pferd gewesen, ich dachte, ich wäre schon Mitspieler. Wir wollen heute mal Richtung Airfield gehen und mal gucken, was da so los ist. Das wird, denke ich mal, jetzt auch die letzte Folge. Hab ich ja schon im letzten Part gesagt, was jetzt eigentlich Feierabend ist. Aber dann kam ja dieser komische Typ da und wollte sich da hochbauen. Der kam aber nicht mehr wieder. Also das war eine einmalige Sache gewesen. Wahrscheinlich wollte der abchecken. Der dachte, wahrscheinlich ist keiner zu Hause. Um die Uhrzeit sind ja normale Menschen auch schlafen. Aber der Rappelzappel ist ja nicht normal. Ja, ich schieb hier Überstunden, sozusagen hier in Rust. Und da vorne haben wir auch schon das Airfield. Ist nicht weit weg von meiner Behausung, aber man muss ja doch ein kleines Stückchen. Muss man da schon laufen. Und wir müssen ein bisschen die Augen offen halten. Muss auch ein bisschen lauschen. Ich habe mir den eigenen Toner jetzt ein bisschen lauter gemacht. Und den Spielsound ein bisschen hochgestellt, oder runtergestellt. So rum. Oh, guck mal, hier liegt, ey, was liegt denn hier alles rum? Nehmen wir alles mit. Sieht ein bisschen komisch aus. Ist ja wie eine gelegte Spur hier. Warte mal, das nehmen wir hier auch noch mit. Bei uns irgendwo da hinten am Haus, da ist auch ein Airdrop gelandet. Ich habe versucht, ihn zu finden, als der Tag wurde, die Morgendämmerung halt da war. Habe ich gesehen, dass da ein Flugzeug gerade was abgeschmissen hat, aber ich habe das nicht mehr wiedergefunden. Kann sein, dass ein anderer Spieler das irgendwie sich geholt hat. Aber mein Ziel war ja, heute jetzt erstmal noch zum Airfield zu gehen, dass ich euch das auch mal zeigen kann. Das Airfield hat sich ja von der Aufmachung her auch ein bisschen verändert. Also zumindest die Hangar. Will ich euch auch mal zeigen. Da hat sich auch einiges getan. Also grafisch, wie der Rafter schon gesagt hat, in einigen Folgen zuvor, grafisch hat sich da echt viel getan. Also das Update hat sich wirklich gelohnt. Bis jetzt ist es eher zum Positiven. Ja, man kann nicht sagen, dass es negativ irgendwie gewertet werden kann. Es ist wirklich sehr interessant. Sehr interessant. Ich weiß auch gar nicht, die Bushaltestationen, die waren, glaube ich, schon vor dem großen Update, dass die so ein bisschen umgemodelt wurden hier. Vorher sah das ja wirklich aus wie so eine 0815 Bushaltestelle. Wenn man sie halt auf dem Land kennt, ja. Einfach irgendwo am Wegesrand hingesetzt und fertig war die, glaube. Hochwertiges Metall, nehmen wir alles mit. So, wir müssen jetzt ein bisschen leise sein, Freunde. Also ein Airfield ist immer schwer umkämpft. Deswegen entschuldige ich mich, falls ich nicht so viel rede. Aber wir lauschen einfach mal dem Sound. Vielleicht könnt ihr ja was hören. Wir gucken hier erstmal auf dem ersten Turm, was da los ist. Habt ihr was gehört? Oh, da liegt auch noch was. Ärzte nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Okay, wollen wir das Airfield erstmal. Falls ich nicht allzu sehr auf diese Details hier eingehe, dann tut es mir im Vorfeld schon mal leid. Oh, da ist eine Kiste. Ah, Munition. Okay, nimm alles mit hier. Alles mitnehmen. Rappelzappel. So, dann gehen wir mal rüber zu den Hangar. Wir machen jetzt im Grunde genommen noch mal eine große Runde um den kompletten Airfield hier. Gucken wir mal, was wir kriegen. Okay, was zu essen kann ich auch noch hier brauchen, weil mein Leben ist jetzt noch nicht so berauschend voll. Ja, mach das mal voll hier. Komm, die eine Flasche können wir noch mitnehmen für zu Hause. So.
Hier haben wir jetzt auch so eine kleine Seitentür, wo man rein kann. Okay, müssen wir uns ein bisschen umschauen. Oh, hier mal wieder. Oh, das ist sehr gut. So, dann haben wir dem Eingang nämlich den Rücken kehren. Okay, ein bisschen Rohöl haben wir bekommen. Okay, schnell wieder die Waffe. Okay, hier ist jetzt keine Kiste. Entweder wurde die schon weggeholt. Oder ist diesmal keine gespawnt. Dann haben wir noch eine Truhe. Oder ein Fass. Truhe kannst du ja nicht sagen, ist ja ein Fass. Oh, hier haben wir eine Truhe. Okay, nimm das erstmal mit. Falls die Axt kaputt geht, dann haben wir nämlich noch was, damit wir zuhauen können. So, also von der Auffassung her hier, was den Hangar angeht, das können wir mal kurz drauf eingehen. Bis jetzt läuft es ja ganz gut. Man kann jetzt auch an den Seiten hier hochgehen. Könnte man, ja. Man kann jetzt hier auch hoch etc. und kann sich hier oben eigentlich auch verschanzen. Kann, sind jetzt einige Möglichkeiten mehr, wie man sich hier auf dem Hangar verstecken kann, aber auch Schlachten führen kann. Ihr wisst ja, was ich meine. Okay, da haben wir nichts weiter. Ein bisschen die Bleispritze hier. Okay, und los geht's. Auf zum nächsten Tower. Lass mal hier kurz reingucken. Okay, mal ein bisschen was zu essen. Fühlt sich nur sehr schwerfällig auf. Dauert eine Weile, bis wir auf 100 sind. Wir haben ja im Grunde genommen haben wir eigentlich gar keinen Hunger. Ich glaube, dann füllt sich das gar nicht so kontinuierlich auf, oder? Ich glaube nämlich, das ist so. Okay, wir müssen aber trotzdem auf andere Spieler aufpassen. Haben wir hier noch eine Kiste? Oh, da haben wir auch noch eine Kiste. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, Freunde. Was haben wir denn hier? Oh, ein Granitchen. Sehr gut. So, und weiter geht's. Ein bisschen hinne machen. Aber das, was der Rafter in der einen Folge, also in der letzten Folge, wo er noch dabei war, was er da gesagt hat, fand ich eigentlich sehr interessant. Es gibt ja anscheinend wirklich Leute, so eine Nomaden, oder? Nomaden kann man die nennen? Ja, ich glaube schon. Die bauen sich gar nichts, sondern die haben, nur so eine Verstecke, die sie irgendwo hinpacken. Packen sich irgendeinen Rucksack oder Schlafsack mitten ins Feld oder in irgendeinen Busch. Oh, nee. Tabletten können wir nicht gebrauchen. So, schmeiß mal das hier raus. So, das können wir auch rausschmeißen. So Lappen brauche ich überhaupt gar nicht mehr. Genauso wie so eine Samen da, die kann ich auch nicht gebrauchen. Davon habe ich zu Hause mehr als genug. So, wir gehen jetzt hier nochmal rein. So eine Nomaden. Finde ich ja eigentlich auch sehr interessant. So ein Leben kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Weil du bist ja im Grunde genommen, bist du eigentlich immer auf der Jagd. So. Auf der Jagd oder du bist der Gejagte. Du hast ja im Grunde genommen eigentlich gar keinen großen Schutz. Du kannst ja nicht so wie wir das machen, uns hier was aufbauen. Aber es gibt bestimmt welche, die finden das total geil. Die finden das besser und aufregender. Hat sich jetzt irgendwo zu verschanzen, um sich da irgendwie was aufzubauen. Kann ich mir schon vorstellen, was es so eine Leute gibt. Kann ich mir kurz reingucken. Hier haben wir übrigens ein großes Kraftwerk. Mit Rafter haben wir hier so eine kleinen Dinger gefunden.
Ich hab da was gehört. Oder? Hier, so eine Thunfischdose können wir uns noch einpfeifen. Und da haben wir noch ein Fässlein. Das nehmen wir noch mit. Alleine ist das Ganze immer so ein bisschen aufregender. Also was heißt aufregender? Ich will jetzt nicht sagen, dass das schlechter ist, wenn man hier zu zweit rumrennt. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Was der Reiz und der Nervenkitzel ja nochmal ein bisschen größer. Hat hier irgendjemand was drin gemacht? Nee. Hier drin habe ich schon mal eine Axt gefunden. Nee. Hat ihn da drinnen vergessen? Hat er eine Axt drin gemacht? Und vergessen zu reparieren. Oder er wurde denn da umgelegt und hat den Weg nicht mehr zurückgefunden. Rein theoretisch müsste hier auch was sein. Ah, haben wir nichts. Ich glaube, das Ding ist schon überfarmt hier. Ja, keine Kiste, nichts. Nichts, nichts, nichts. Entweder war hier schon einer gewesen. Wir sind hier nicht alleine. Wir sind ja sowieso nicht auf dem Server hier. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier schon einer war. Müssen ein bisschen aufpassen. Jetzt müssen wir zu dem anderen Tower da noch hin. Ich hoffe, dass da jetzt keiner drin ist. Leere Bodendose, aber hier war ein Beil. Ja, eine Axt. Aber nimm die mal mit. Nehme ich sehr gut. Wir müssen auch sowieso mal wieder auf Beutezug gehen. Ah ne, das reicht ganz aus hier. Leder. Ja, komm hier, nimm mal das Leder mit. Vielleicht kommt der Stuffel ja auch noch mit dazu. Dann können wir ihn auf jeden Fall ein bisschen was craften hier. Nimm mal noch ein paar Wasserpullen mit. Was wir haben, haben wir. Was wir kriegen, wissen wir nicht. Gib mal die Bleispritze. Der Glof, wenn man ganz gefährlich in die Räume rein, man. Hinter der Tür, da könnte eigentlich jemand stehen mit einer Schrotflinte. Könnte uns dann... Oh, ja, Mann. Hier war noch keiner. Pistolenmunition. Okay, nicht schlecht. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Jede Munition zählt. Müssen wir uns keine herstellen und Materialien dafür verbrauchen. Okay, jetzt sind wir hier eigentlich rum. Auf diesen Wassertürmen da hinten. Oder Boiler, oder wie man das auch nennen will. Ist mal ganz schlecht. Die Deep Server, da spawnt was da drauf. Vielleicht ist das auch nur Glück. Spawnt denn vielleicht was drauf? Aber hier war ich jetzt schon 5-mal drauf gewesen, aber nie irgendwas drauf gefunden. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass da wahrscheinlich nichts drauf spawnt. So, wenn es die Zeit jetzt noch zulässt, dann könnten wir... Oh, zwei kleine Wasserflaschen. Dann könnten wir vielleicht noch zum AKW kommen. 13 Minuten nehmen wir jetzt schon auf. Dann können wir uns vielleicht nochmal kurz im AKW umschauen. Da haben wir nämlich dann auch noch ein Warenhaus. Das können wir dann auch mal plündern. Nehmen wir mal so viel mit wie möglich. Gibt ja auch ein bisschen XP. Dann müssen wir mal gucken. Ich habe ja jetzt schon 98 Skillpunkte sozusagen. Ja, das brauchen wir sowieso nicht. Ich will nur abbauen, dass ich dafür XP bekomme. Vorne haben wir noch. Warte, ich glaube, die Wasserpullen, die können wir doch rausschmeißen. Oder wir machen kurz einen Abstecher nach Hause, aber das würde uns alle Zeit kosten. Weil irgendwann wird es auch wieder dunkel, wa? Okay, bis jetzt lief es ganz gut. Haben wir die Bleispritze wieder in der Hand. Alles mitnehmen. Ich denke mal, der andere wird nochmal wiederkommen. Wir haben es jetzt aktuell... Wie spät haben wir das denn? Wir haben es jetzt 0 Uhr. Ich denke mal, einige werden da noch nicht pennen. Ah, wir haben 5 Wasserpullen. 5 Wasserpullen, Freunde. Ah, das eine Leder hätte ich auch da lassen können. Das ist ja jetzt auch für den Arsch. Okay, da haben wir nichts.
So, Metallerz ist auf jeden Fall wichtig. Wenn wir Stein vielleicht nicht mitkriegen oder sowas, ist jetzt nicht so tragisch. Aber Erze und sowas, das müssen wir alles mitnehmen. Besonders hochwertiges Erz. Das ist nämlich im späteren Spielverlauf. Fängt jetzt sehr gut gebrauchen, aber das wisst ihr ja selber. Aber ich sage das nur deswegen für die Leute, die sich vielleicht für Rust interessieren, sich das aber selber noch nicht gekauft haben und nicht genau wissen, ob sich das überhaupt lohnt und so und zufällig auf meinen Kanal gestoßen sind. Versuche ich den Leuten das so ein bisschen zu erklären. Okay, ich vergesse mal die Bleispritze wieder in die Hand zu nehmen. Gucken, vielleicht schaffen wir das ja noch. Dann gehen wir kurz nach Hause, bringen die Wasserpullen weg, versuchen das ein bisschen einzuordnen und laufen dann mal Richtung AKW. Und obwohl, wir haben eigentlich gar keinen Wassermangel. Komm, wir machen mal eins. Hier, schmeiß mal das Leder raus, nimm mal die Wasserpullen hier, schmeiß die mal einfach raus. So, schon nochmal wieder ein bisschen Platz. Ziehen wir das Ding jetzt einfach mal durch hier. Wir sind aktuell bei 16 Minuten. Dann wird die Folge vielleicht ein bisschen länger. Vielleicht kommen wir auf eine halbe Stunde oder so. Also müsst ihr damit einplanen. Hier, die Fässer nehmen wir auch noch mit. Was ich festgestellt habe, in den Fässern droppen zum Beispiel keine Erze, keine Waffen und keine Munition mehr. Die einzigste Munition hier, ja, da haben wir das. Die einzigste Munition sind halt Holzpfeile. Aber in den Dingern kann kein... droppt keine Munition mehr. Ich muss immer horchen, ey. Wenn der hier so knuspert. Mal so ein bisschen horchen. Ja, es können keine Waffen und keine Munition mehr da drinnen droppen. Finde ich aber auch ein bisschen schade. Aber auf der anderen Seite, ja, wenn man das so sieht... für einen selber ist das echt schade. So. Aber andere haben ja dann auch die Möglichkeit, da drinnen Munition zu droppen, wa? Das ist es halt. Wir müssen immer ein bisschen zickzack laufen. Bis jetzt haben wir eigentlich noch ganz Glück. Wir haben großes Glück, dass wir bis jetzt noch auf Kenia getroffen sind hier. Nee, komm hier, bitte. Haben wir echt großes Glück. Da haben wir noch einen Apfel drin. Ja, Thunfischdose. Komm, ich fress das einfach alles mal weg. Komm, schmeiß das mal alles raus. Hier können wir alles nicht gebrauchen. So, zum Glück ist das AKW hier gleich in der Nähe. Wir müssen eigentlich nie weit laufen. Liegt alles so ein bisschen nahe aneinander. Die Dinger, ja, die können wir eigentlich auch wegschmeißen. Aber es ist auch nochmal ein bisschen Metall, wa? Wenn man das wegschmilzt im Ofen. So, die Dosen, das hebe ich mir alles nicht auf. Das fresse ich alles unterwegs, weil ich habe zu Hause so viel Fleisch. Da bin ich auf das nicht angewiesen. Deswegen alles, was ich unterwegs zu essen finde, das pfeife ich mir eigentlich ein. Oder wenn wir eine große Tour machen. Dann heben wir uns das natürlich auch ein bisschen auf, aber wir sind ja jetzt hier erstmal nur Farming aus. Und da brauchen wir jeden einzelnen Platz. In der Hoffnung, dass wir vielleicht noch irgendwie was finden. Ey, was ich hier an Flaschen finde, was ist denn das da, ey? Kann alles nicht gebrauchen. Ja, Stein, alles mit. Hier scheint echt lange keiner mehr gewesen zu sein. Also bei uns in der Gegend scheint hier wirklich keiner zu sein. Haben wir echt Glück. Da scheinen wir echt Glück zu haben.
gut, dann kicken wir mal, was wir vergeuden können. Ich sag mal, ja, Glück. Im AKW müssen wir auch wieder ein bisschen aufpassen, Freunde. Das heißt, ich werde jetzt wieder gleich ein bisschen leiser sein. Ah, nimm das mal mit. Okay, auf geht's, Freunde. Na komm, nehmen wir mal mit. Ah, das sind diese Querschießscharten. Nee, die kann ich nicht gebrauchen. Die Querdinger, ich mag die nicht. Ah, das können wir mitnehmen. Fängt die anderen Schießscharten einfach besser. Also nicht quer, sondern die Längsschießscharten, die finde ich doof. Von oben nach unten gehen. Finde ich nicht so geil. Wenn ich sie vielleicht doch mal brauche, dann stelle ich sie mir lieber her. Oh, hier haben wir wieder diese Kiste. Da haben sie aber nichts weiter drin, ne? Ja, vielleicht packen die das auch alles nur aus Freundlichkeit da rein. Aber so wie ich die kennengelernt habe, wenn das überhaupt diese Mechs sind, ja, kann ja auch sein, dass das jemand anderes ist. Oh, hochwertiges Metall. Kann ja auch sein, dass jemand anderes das macht. Aber wenn es diese Mechs sind, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die so freundlich sind. So, schmeiß das mal raus. Ah, oh, hier mach ich wieder eine Kiste. Eine Truhe. Ich sag zu allem immer Kiste. Vielleicht müssen wir uns mal einigen, dass ich sage Loot. So. Loot ist ein großer Begriff. Das könnten wir eigentlich dafür nehmen. Okay, versuchen wir das AKW wenigstens noch auszuräumen. Ich würde gerne noch in der Folge ein Level abbekommen, aber ich glaube, das kriegen wir gar nicht mehr hin. Ja, hat er das jetzt auch gefressen? Ja, jetzt. Ich glaube, das kriegen wir gar nicht mehr hin. Aber ist er denn auch nicht so schlimm? Hauptsache, wir haben das AKW hier noch gemacht. Ich denke mal, das passt dann schon in der Folge. So, zäumen wir das Pferd mal von hinten auf. Heißt, wir gehen jetzt hier erstmal zuerst rein. Ein Schwert können wir nicht gebrauchen. Okay, weiter. Auch nicht gebrauchen. Ich weiß gar nicht, ich bin hier eigentlich noch nie hinten lang gelaufen. Aber hier gibt's nichts. Nicht eine Tür? Ah ne, die war hier. War gerade gewundert. Wo sind die Tür hin? Hat die ihn geklaut? Okay, jetzt gucken wir mal, dass wir die Kiste hier hinten vielleicht noch kriegen. Ne, hier ist keine Kiste mehr. Ich glaube, die wurde schon abgeräumt. Das hier einfach mit. Und die Wasserpulle. Ja, kein Platz. Als nächstes müssen wir die Steine oder sowas rausschmeißen. Oder jetzt können wir ja eigentlich auch... Das Schwert könnte man denn rausschmeißen. Okay, verschaffen wir uns erstmal einen Überblick. Erstmal gucken, ob vielleicht irgendeiner in der Nähe gebaut hat. Ob wir hier irgendwas sehen. Aber da läuft auch keiner. Da vorne hat auch keiner gebaut am Wald.
Aber gut, dass wir das mal sehen. Dann wissen wir zum Beispiel, wo ich denn das nächste Mal Holz herkriege. Weil meine Holzfarmstelle ist nämlich auch bald aufgebraucht. Ich habe den kompletten Wald, da habe ich komplett abgeholzt. Habe ich alles weggewüstet da. So schnell wächst das ja nicht nach. Steinbarrikaden kann ich auch nicht gebrauchen. Wir werden mal noch unter das Dings hier runterkriechen, unter die Türme. Und ich glaube, auf den hier, nee, auf den müssen wir sogar noch raufgehen. Genau, das werden wir auch mal machen, weil da liegen nämlich auch noch zwei, drei Kisten. Wenn die da überhaupt liegen, nehmen wir die einfach mal mit. Aber heute zum Abschluss mal eine längere Folge. Eine Kiste haben wir da schon. Hey. Oh, nein. Doch, jetzt. Oh, AK-Munition. Komm, schmeiß mal dein Schwert hier raus. Na, AK-Munition kann man nicht sagen, aber ich sag dazu immer AK-Munition. Wo kommen wir hier nicht? Oh, hier kommen wir nicht runter. Okay, da ist Zappenduster. Das Pfeifenpiepen. Okay, dann gucken wir uns mal kurz um, ob hier noch irgendwo eine Kiste liegt. Ne, da vorne müsste aber, glaube ich, noch eine sein, wenn mich nicht alles täuscht. Jupp, da ist er wieder. Da habe ich nämlich letztens auch zum allerersten Mal gesehen. Ich spiele ja Rust jetzt auch schon ein paar Tage. Aber mir ist nie aufgefallen, dass da eine Kiste ist. Ja, super. Das Ding haben wir weggeworfen, kriegen wir neues wieder. Auch nicht schlecht. So, jetzt müssen wir die Treppe wiederfinden. Gehen wir da. Kommen wir hier so hin? Müssten wir eigentlich. Oh, oh, oh. Ich habe mal Angst, dass ich in die runterfalle. So, unter die Dinger werden wir jetzt auch noch kriechen. Ich finde die Dinger hier aber. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Treppen, die sie hier gemacht haben, ich finde das eigentlich total krass. Da muss eigentlich einer nur warten und hoffen. Oh, da haben wir eine Granate. Muss eigentlich einer nur warten und hoffen, dass der einer hochkrepelt. Und dann kannst du den schön mit dem Scharfschützengewehr, mit dem Repartiergewehr, kannst du den einfach abschießen. Ist auch nicht so berauschend, oder? Klar, wenn du der Schütze bist, dann ist natürlich cool. Setzt aber voraus, dass derjenige auch darauf klettert. Kannst du deine Zeit damit verschwenden, indem du wartest? Versteckst dich in irgendeine Ecke? Was im Notfall auch noch überdacht ist, falls der Hubschrauber mal vorbeikommt. Und wartest einfach. Ich glaube, wenn einer jetzt noch nicht auf die Idee gekommen ist, habe ich ihn jetzt darauf gebracht. Denkt er sich so, Mensch, Rappelzappel, so eine gute Idee, das werde ich mal machen. Bin super Schütze, ich mach das. Wollen wir hier oben mal raufklettern? Ich glaube, da oben ist nichts, aber wir können ja trotzdem mal raufgehen. Gehen wir mal rauf. Ja, komm, hier rüber. So ist schön. Ich glaube, da oben war nichts gewesen. Oder? Doch, kick mal. Eine Spitzhacke, super. Kann ich nicht gebrauchen. Kleinen Gulli runtergeflogen. Ja, scheiße, landet bei mir gleich immer im Gulli hier. So, da haben wir noch eine Kiste, sehr gut. Was haben wir hier? Oh! Oh, 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 oh. Hier, schmeiß mal die Scheiße raus hier. Das ist wichtiger. Geilo, noch ein Geschützturm. Freunde, das wird der Mega-Knaller. Das wird der Mega-Knaller. Jetzt haben wir im Grunde genommen, habe ich jetzt ja genug Geschütztürme, will jetzt keine Zahl verraten. Falls ihr auch einer von euch auf dem Server mitspielt, will ich jetzt keine Zahl verraten. Oder ihr habt ja auch schon in der Kiste da gesehen, in der Folge, die ich heute aufgenommen habe. Habt ihr das ja garantiert auch schon gesehen, wie viel ich da drin habe. Aber falls nicht, dann muss ich das jetzt nicht unbedingt verraten, wa? So, wir können das hier noch mitnehmen.
Strahlenschutztabletten, Bodendose, ne, kann ich jetzt nicht gebrauchen. Guck, gib mal her die Knifte hier. Wir gucken mal, ob da die Dinger noch drin sind, die großen Kisten. Ja, da sehe ich schon. Eine Wasserpulle, sehr schön. Ich habe mir sagen lassen, die Dinger heißen Versorgungskisten. Dinger heißen irgendwie Versorgungskisten. Macht ja auch Sinn. Ja, da ist eine Versorgung drin, du hast ja da Lebensmittel oder Getränke. Macht in dem Sinne... Kann jetzt schon übereinstimmen. So, ein Ding müssen wir jetzt noch finden. So, hier oben war das aber nicht. In den Kanälen hier unten könnte auch was drin sein, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. So, wir gehen mal hier durch den Hintereingang. Oder wir können ja hier mal runter. Doch, komm, wir gehen mal hier runter. Aber einmal habe ich hier unten in so einem Tunnel auch schon mal was gefunden. Gibt doch Leute, die verschanzen sich hier unten. Gibt echt Leute? Die gehen hier unten hin zum Pennen. Ne, hier haben wir aber nichts. Gehen wir hier vorne wieder raus. Hier da unten bist du aber auch mitten auf dem Präsentierteller, ja? So, warte mal, jetzt gehen wir hier noch hoch. Dann haben wir die Runde eigentlich auch gleich beendet. Dann kommt die Nacht doch wieder herein. Und außerdem will ich mit dem Geschützturm auch sicher nach Hause kommen. So, wir sind jetzt schon über 30 Minuten. Ich habe eigentlich immer gesagt, so 20, 30 Minuten werde ich machen. Jetzt sind wir schon über 30 Minuten. Ich hoffe, das seht ihr mir nach. Aber wir werden jetzt die Runde hier noch beenden. Und dann werden wir erst nach Hause gehen. So, wo muss ich denn jetzt noch hin? Warte mal, wo waren die? Hier drüben muss ich noch hin. Das werden wir noch machen, dann ist die Runde ja auch schon wieder vorbei. Aber das checken wir jetzt hier noch ab. Ne, wir haben eigentlich noch zwei Sachen. Oh, komm, dann gehen wir erstmal hier hin. Wir haben noch zwei Häuser, wo wir rein müssen. So, warte mal, dann checken wir das hier erstmal wieder ab. Ah, von da kamen wir ja. Hm, ja, wir sind ja hier runtergelaufen. Stimmt, 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 stimmt. So, hier muss das aber irgendwo noch nach oben gehen. Hier. Bin da glatt dran vorbeigelaufen. So, das nehmen wir jetzt hier noch mit. Da haben wir nichts. Jo, Brandmunition ist ganz gut. Jede Munition zählt hier. So, haben wir auf dem Dach das Ding auch noch? Ja, haben wir auch noch. Da sind alle Kisten da. Momentan scheint hier niemand gewesen zu sein. Vielleicht sind sie alle offline. Ich will jetzt auch nicht nachgucken. Vielleicht sind sie auch gerade alle offline. Und nur der Rappelzappel ist so verrückt und spielt hier noch. Hier drin habe ich auch schon mal ihn gefunden. Der hat hier drin gepennt. Entweder ist er aus dem Spiel geworfen worden oder hat hier drinnen wirklich gepennt. Hat sich also bewusst dahin gelegt. Was ja auch ein bisschen dämlich ist, wa? Würde ich mal sagen. So, hier können wir runterhopsen. So, die Tür war zu, dann machen wir es auch wieder zu. Damit es nicht so auffällt. Hier könnten wir eigentlich auch mal runter. Aber da kommen wir ja in dieselbe Kanalisation. So, hier drüben müssen wir noch rein. Dann haben wir die Runde auch schon wieder beendet. Dann können wir uns nach Hause begeben, alles schön einsortieren und der Rappelzappel kann dann auch schlafen gehen. Dann kann ich beruhigt Bubu machen, sagen wir mal so. Dann kann ich beruhigt Bubu machen, wir haben nochmal einen Geschützturm gefunden und das wird auf jeden Fall... Oh, warte mal. Vielleicht hat hier ihn aber drinnen vergessen, wisst ihr? Ist einfach losgezogen, hat er drin gepackt, hat er zwar repariert, aber ist dann einfach losgelaufen, weil er irgendwas gehört oder gesehen hat und ist aus Angst dann losgerannt. So, jetzt müssen wir sicher nach Hause kommen und dann haben wir es geschafft, Freunde. Ich würde jetzt sagen, noch so maximal 3-4 Minuten und dann haben wir es. Ja, ist doof, dass der Rafter heute bei uns übernachtet hat. Cool ist das ja schon, so muss ich nicht alleine pennen, wa? Aber ist doof, weil wenn ich jetzt die Geschütztürme aufstelle, dann kommt der Rafter nicht mehr weg. Dann wird er gnadenlos, wenn er aus dem Haus rauszieht, wird er gnadenlos abgeballert. Kriegt er gleich mal ein paar Kugeln in den Rücken.
Wir können aber nochmal kurz hier ins Warehouse gehen. Vielleicht ist schnell was nachgespawnt. Und in den nächsten Folgen werden wir dann nochmal Richtung Militärtunnel gehen. Ah, hier hinten ist eine. Ja, super. Ein Blechhelm. Die Dinger finde ich sowieso immer geil. So. Sieht total behämmert aus. Und viel her macht's auch nicht. Also ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, oh, das hält aber viel ab. Aber es gibt ja auch gar nicht die optimale Rüstung. Sagen wir mal so, es gibt ja nicht die optimale Rüstung, wo man jetzt sagen kann, okay, das hält ein paar große Schüsse aus. Ja, gibt schon so Kleinigkeiten, die man sich anziehen kann, aber so berauschend ist das nicht. Gibt ja jetzt auch diese Knochenrüstung. Das hatte ich ja mit Rafter. Ja, als wir mit Rafter unterwegs waren, habe ich das ja auch schon mal gesagt. Gibt ja diese komische Knochenrüstung. Das sieht cool aus. Ja, haben sie ja neu eingeführt, weil ich mich immer gefragt habe, Mann, ey, findest du hier so viele Knochenfragmente? Ja, findest so viele Knochenfragmente. Und dann kannst du die für nichts benutzen. So, und dann bin ich irgendwann mal auf die Idee gekommen, ja, vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Knochenrüstung oder so. Und siehe da, na, Facepunch hat wirklich daran gedacht. Ich glaube, das war sogar ein Community-Update mal gewesen, na, dass die Community das vorgeschlagen hat und Facepunch hat es dann umgesetzt. Und finde ich auf jeden Fall mega geil, dass es sowas gibt. Ja. Aber die Rüstung ist nutzlos. Ja. Sie sieht aber witzig aus. Das muss man dazu sagen, das können wir uns vielleicht auch mal anziehen. Ich habe in meinem zweiten Häuschen, in meinem Anfangshäuschen, habe ich noch eine Knochenrüstung drin versteckt, in der Hoffnung, dass der Stufel auch mal vorbeikommt. Dann hätte ich ihm die gleich mal angezogen. Ja, dann hätte ich gesagt, komm, hier, zieh mal an. Gut, das musst du gesehen haben. Und ja, wir sind leider nicht Level 23 geworden. Ist jetzt ein bisschen ärgerlich, aber kriegen wir trotzdem hin. Hier hinten haben wir noch ein Fässlein. Ja, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist da ein Fass? Ja, da ist noch ein Fass. Das nehmen wir mit. Und da haben wir noch eins. Das nehmen wir auch noch mit. Jedes Fass zählt hier. Ja, jetzt ist das Ding kaputt. So, dann schmeißen wir die raus. Wir haben noch eine Ersatzaxt. Pistolenpatronen. Okay, sehr gut. Gute Schuhe können wir nicht brauchen. Habe ich nicht vorhin gesagt, es gibt keine Munition? So habe ich das eigentlich gelesen. In den Foren. Wir haben Pistolenmunition bekommen. Eigentlich dürfte es nicht mehr sein. Also entweder haben die in den Foren Mist erzählt oder wir haben gerade einen Bug entdeckt. Dass es doch noch so was gibt. Gut, wir sind aber sicher nach Hause gekommen. Und oben brennt noch das Licht. Scheiße. Das Feuer nicht ausgemacht. Scheiße, scheiße, scheiße. So, wie ihr gesehen habt, habe ich das Ganze jetzt hier nochmal ein bisschen mit Stein verkleidet. Habe auch die Front jetzt mit Stein gemacht und wir werden hier ein paar Türen noch reinbauen. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen, dass dass das Mittelding hier erstmal sicher ist. Und ansonsten, ja, der Rafter schnullert hier immer noch fröhlich. Und das Dach, Freunde, das Dach musste ich auch ein bisschen ausbauen. Das habe ich in der Zwischenzeit gemacht, während die Patronen hergestellt wurden. Habe ich das Dach hier oben auch nochmal ein bisschen mit Stein gemacht. Nicht, dass uns da wirklich einer aufs Dach steigt und dann sich hier durchspringt. Ja, falls das mal wirklich jener schafft, da durchzukommen. Ja, eine schöne Luke darin gemacht, aber ansonsten hat sich nicht viel verändert. Ja, Freunde, wir haben eine gute Ausbeute. Wollen wir nochmal kurz Revue passieren lassen für den heutigen Tag. Wir haben jemanden gesehen, der ein Cave gebaut hat. Ja, also jetzt nicht in der Folge, sondern in der Session heute. Ein Cave gebaut, der Rafter war auf jeden Fall dabei gewesen. Hat mir auch gut gefallen. Ja, wenn euch das auch zugesagt hat, schreibt mir das mal ruhig in die Kommentare rein. Wenn wir ein paar Folgen mehr mit dem Rafter machen wollen. Ich fand es auf jeden Fall sehr entspannt mit ihm. Und da kommt auch auf jeden Fall Freude auf. Ich hoffe, der Stufel kommt auch irgendwann mal noch. Schreibt mal in die Kommentare. Spornt mal den Stufel ein bisschen an. Bis jetzt konnte ich ihn noch nicht davon überzeugen, hier mitzumachen auf dem Community-Server. Aber vielleicht hat er auch ein bisschen Angst. Vielleicht hat er Angst, dass er ein paar Bohnen aus Blei in den Arsch kriegt. Ja, kann natürlich sein. Aber spornt ihn mal ein bisschen an. Vielleicht kommt er auf jeden Fall hier mit dazu. Was haben wir noch erlebt? Ja, wir sind in den neuen Military-Tunnel sind wir rein, in den Militärtunnel. Hat sich ja einiges getan in der Session heute. Hat sich ja einiges getan. Wir haben den Stollen haben wir mal begutachtet. Dann sind wir am AKW sind wir heute gewesen. Dann waren wir am Flughafen. Den haben wir auch mal ein bisschen unsicher gemacht. Wir müssen
auf jeden Fall mit dem Rafter nochmal zusammen. Ja, dann kann er uns mal seine Kletterkünste beweisen. Müssen wir auf jeden Fall mal bei der Kugel vorbeigehen, gucken, was da so zu looten ist. Und ja, ansonsten würde ich jetzt ganz einfach mal beenden. Wir sind ja jetzt hier aktuell bei 40 Minuten gleich. Ja, würde ich das Ganze einfach mal beenden, weil mein Mund ist jetzt auch schon fusselig und ich bin jetzt auch schon müde. Und werde mich jetzt hinpacken und hoffen, dass mein Turm morgen immer noch steht, wenn ich denn hier wieder online komme. Gut, damit danke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Sollte euch das Ganze gefallen haben, würde ich mich natürlich sehr über ein bisschen Feedback, ein bisschen Liebe auf meinem Kanal freuen. Und ja, zur Information, ich habe noch einen eigenen Server, einen eigenen privaten Nitrado-Server. Da ist nur PvE, also ist im Grunde genommen eigentlich für die Einsteiger gedacht, so für die Anfänger. Falls du noch nicht genau weißt, wie man ein Haus baut oder wo das Ganze so lang geht oder ja, da musst du auch keine Angst haben, dass du da abgeschossen wirst. Es sei denn, du greifst von dir aus jemanden an, dann ja, kann es passieren, dass derjenige zurückschießt und dich dabei auch umlegt. Aber ansonsten ist rein PvE. Wir wollen auch keine Raider haben, die fliegen bei mir dann auch gleich runter. Ja. Und sollte euch das interessieren, ja, auf meinem privaten Server, wo ihr ganz in Ruhe eure Erfahrungen machen könnt, wie baut man was auf, wie hoch kann ich bauen, wie kann ich bauen, etc., dann seid ihr da bei mir auf dem Server auf jeden Fall richtig. Ja, sollte euch das interessieren, einfach mal in die Kommentare schreiben oder schreibt mir eine PN über YouTube oder auf Facebook halt und dann kann ich euch die Daten sagen, dann könnt ihr da gerne mal raufkommen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr diese schaut. Bleibt mir treu und vor allem gesund, Freunde. Haut da